Ja, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2 wieder einmal. Wir sind heute allerdings in der Lage, oder ich bin in der Lage heute ganz frisch das dritte DLC zu spielen von Dark Souls. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier noch in dieser. Ich glaube, das vom letzten Mal noch hier, dass ich hier aufgehört hatte zu spielen. Auf jeden Fall, ja, wir spielen heute das dritte DLC von Dark Souls 2. Ganz frisch rausgekommen heute am 30. September. Ist eine Woche verschoben worden, soweit ich das weiß. Warum auch immer, keine Ahnung. Und zwar nennt sich das DLC Crown of the Old Ivory King, ich glaube. Crown of the Old Ivory King hieß das, wenn ich mich nicht irre. Und normalerweise ist es ja so, dass man einen Gegenstand bekommt hier. In dem Fall habe ich den zumindest übersehen am Anfang. Aber ich glaube, das ist das Item, was man am Anfang bekommt. Also bei jedem DLC bekommt man ein Item am Anfang. Bei den ersten beiden war es dieser schwere Eisenschlüssel, beziehungsweise diese Drachenklaue. Und diesmal ist es eine gefrorene Blume. Ein steinernes Ornament in Form einer Blume, kalt genug, um selbst die größte Hitze abzukühlen, öffnet die Tür zu einem neuen Pfad am Schrein des Winters, auf dem Weg zu der großen Burg. Ja, das Schrein des Winters, da muss ich ganz kurz überlegen, es ist wirklich eine ganze Weile her schon. Ich glaube, der ist in dem Schattenwald drin, ich mich nicht irre hier. Ich glaube, hier unten irgendwo. Ich glaube, hier an der Kreuzung ist das, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, hier ist das Schrein des Winters irgendwo. Ist wirklich schon mindestens ein halbes Jahr her, wo ich das. Also im März kam das raus. Ich habe es ja direkt im März schon gespielt. Oh, das waren noch Zeiten, das sage ich euch. Also, das war ein echt cooles Let's Play, muss ich sagen. Also, Dark Souls 2 blind gespielt. Hat relativ gut geklappt sogar, muss ich sagen. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, dann ist es, denke ich mal, wirklich empfehlenswert, da mal reinzuschauen. Also, ich kann es euch empfehlen auf jeden Fall. Klar, es sind meine Videos, die ich gemacht habe, aber heute sind wir erstmal dabei. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Weg hier. Heute sind wir erstmal dabei, den dritten DLC zu machen. Ihr seht, ich habe mittlerweile auch Harvest-Schild genommen. Ich habe letztens, glaube ich, auch ein paar Level-Ups gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt jetzt. Ja, ich bin überladen. Fuck. Also werden wir erstmal doch wieder zu Görns Großschild wechseln. Und ich muss auch mal gucken, ob das überhaupt großartig einen Unterschied macht, ob ich jetzt das Görm-Schild nehme oder ob ich den Havel-Schild nehme. Also in der Stability macht es überhaupt keinen Unterschied, das ist trotzdem noch 80. Ich habe dafür ein bisschen mehr Feuerwiderstand. Ich weiß nicht, soweit ich weiß, eine gefrorene Blume und soweit ich auch von den. Shit, ich glaube, ich bin doch verkehrt, wie es aussieht hier. Ich glaube, hier hoch ging es nämlich zu dem. Ich weiß nicht, ob das der Schrein des Winters ist hier. Ich weiß es nicht. Nein, das ist nicht der Schrein des Winters. Das ist schlecht. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Es ist einer von den anderen beiden Wegen, logischerweise dann. Fuck! Ich dachte, ich hätte wenigstens einmal direkt den richtigen Weg erwischt. Ich weiß, dass der Schrein des Winters auf jeden Fall nicht der neblige Pfad ist. Also wenn ich jetzt in Nebel laufe, dann bin ich verkehrt. Ich glaube, das ist der neblige Pfad, wie es aussieht hier. Also müsste es eigentlich links sein, wenn ich mich nicht irre. Also wenn ihr hier das Bonfire hochkommt, die Treppe, dann lauft am besten links. Ich hoffe, dass ich jetzt. Ah ja, genau. Genau, hier, wo die ganzen Bekloppten sind. Ich glaube, hinten war noch einer, genau. Mittlerweile bin ich doch relativ stark. Soll natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht dezimieren lasse. Ja, genau aus dem Grund. Die sind nämlich doch ziemlich stark noch. Fuck, ich habe noch meine Feder. Das wollte ich eigentlich nicht. So, aber die kommen ja nicht hinterher hier. Von daher kann mir das egal sein. Ich sollte bloß jetzt wirklich versuchen, mich zu heilen. Aber die Trottel hauen ab. Das ist natürlich gut. Aber es ist, nicht, ist jetzt, glaube ich, nicht so wild, wenn ich jetzt direkt hier ein bisschen Schaden bekomme. Weil ich denke mal, ich werde eh auf jeden Fall noch ein Bonfire finden. Ja, die Frage ist jetzt der Schrein des Winters. Fuck, der haut mit irgendwas zu hier. Mann, ich glaube, ich muss mich echt noch ein bisschen dran gewöhnen hier. Also, lange nicht mehr Dark Souls gespielt, um genau zu sein, genau seit dem Ende des DLCs nicht mehr. Seit Ende des zweiten DLCs. Vielleicht noch eine kurze Rückblende für die, die die ersten beiden DLCs nicht gesehen haben. Das erste DLC ging einfach nur darum, ja, drei Gegner zu besiegen, beim zweiten DLC genauso. Ich muss aber sagen, das zweite DLC gefiel mir ein bisschen besser.
Hier ist noch so ein Vollidiot. So, ups, danke. Das zweite DLC gefiel mir designmäßig besser. Es war auch ein bisschen schwerer, fand ich. Also die Endgegner hatten es ein bisschen dicker hinter den Ohren wie im ersten Teil, glaube ich. Weil der erste DLC auch nicht so schlecht war, muss ich sagen. Und jetzt ist hier dieser Schrein des Winters, wie es aussieht. Und ich glaube, der ist neu, wie es aussieht. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, Schrein des Winters, war ja schon im Standardspiel, hieß der schon so. Und jetzt ein knappes halbes Jahr später kommt das dritte DLC raus, was im Winter spielen wird. Jetzt ist die Frage, ob die Entwickler das schon vorher wussten. Also die Entwickler, soweit ich weiß, haben ja damals gesagt, bevor das Spiel rauskam, wir werden keine DLCs für Dark Souls 2 machen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil das Hauptspiel eigentlich schon so umfangreich ist. Und ich denke mal, da gibt es keinen Bedarf mehr, da groß noch was nachzulegen. Aber ich glaube, die Meinung haben sie sich nochmal anders überlegt jetzt. Und ja, willkommen im dritten DLC jetzt. Crown of the Old Ivory King, also Elfenbeinkönig. Ich weiß nicht, wie das richtig ausgesprochen wird. Ich hoffe, das ist recht top damit. Ah, okay. Das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne heraufbeschworen. Also wir sehen hier wieder diese Gräber oder was das ist. Ich sage einfach mal, dass es Gräber sind. Ich glaube, das ist immer so eine Zone hier, wo man... Ich weiß nicht, ob ich das in den ersten DLCs schon gesagt habe. Man kann auch ohne die DLCs die Arena oder diese Levels hier erreichen, wenn man die DLCs nicht gekauft hat, wie gesagt, indem man sich beschwören lässt. Zum Beispiel jetzt in dem DLC, in dem neuen, am Schrein des Winters zum Beispiel sein Zeichen, sein Beschwörungszeichen ablegt, dann wird man automatisch hier beschworen. Soweit ich weiß. Ich habe es noch nie probiert, aber ich habe es gelesen. Ich denke mal, das wird so stimmen, wenn ich das so gelesen habe. Aber genug gequatscht jetzt. Wir gucken uns mal hier dieses DLC an. Das neue. Ihr seht schon, Winterlandschaft ist das Hauptthema. Nach dem letzten ziemlich heißen Levels, die wir hatten. Sehr viel Feuer, Lava und Eisen und was weiß ich nicht alles. Diesmal scheinbar genau das Gegenteil. Erinnert mich ein bisschen momentan an Dark Souls 1, die Anfangslevel, Undead Burg und so. Sah ähnlich aus auf jeden Fall, gefällt mir. Undead Burg ist immer noch eine meiner Lieblingslevels in Dark Souls 1 gewesen. Und ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet in dem Spiel. Ich bin gespannt, also in dem DLC natürlich. Es wird wahrscheinlich wieder mindestens genauso schwer werden wie das letzte, vermute ich mal. Ich werde mich natürlich wieder ein bisschen länger damit beschäftigen, ein bisschen... auch hinter den Ecken zu gucken, was so gibt. Und hier ist schon unser erstes Bonfire. Sehr schön. So, und dann können wir doch direkt mal gucken, wie viele Levels in dem DLC gibt. Nachdem es im ersten DLC 3 Levels gab, soweit ich weiß, gibt es im zweiten dann 2 Levels. Das und das war beim zweiten, aber dafür mit vielen Bonfires. Und genauso scheint es im dritten zu sein. Wir haben wieder 5 Bonfires und ein Level mit einem Bonfire. Also genauso wie es zweite DLC ungefähr. Wobei man sagen muss, vom zweiten DLC, die Levels hier waren deutlich... Also das war ein riesen Level auf jeden Fall. Also, oh shit. Oh, was ist jetzt los? Ich soll umdrehen. Okay, alles klar. DLC ist vorbei. DLC ist vorbei. Also schön, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch und tschüss. Nein, natürlich nicht. Wir werden natürlich... diesen Trottel hier oder was auch immer das war jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist hier. Wie es aussieht, ein Baum oder sowas. Wir sollen umdrehen, aber die können nicht mal am Arsch lecken. Ich werde bestimmt nicht umdrehen. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, sieht schon mal cool aus auf jeden Fall. Die DLC, die Screenshots von dem DLC, die waren natürlich ein bisschen ernüchternd, wo ich die das erste Mal gesehen habe, muss ich zugeben. Also einen ganz einfachen Grund, weil man fast nichts gesehen hat. Und wie es nun mal hier auch ist, also... scheinbar ein ganz schöner Schneesturm hier. Hier haben wir schon das erste Vollidiotenvieh. Mal gucken. Oh, der kann zaubern. So. Scheint genauso wie die anderen Zombie-Feinde zu sein in den ersten beiden DLCs. Wie gesagt, da werden jetzt viele Vergleiche wahrscheinlich kommen. Aber okay. So, und jetzt ist was ganz Schlechtes. Jetzt ist nämlich mein Controller leer. Und das ist nicht gut. Jetzt werde ich nämlich wahrscheinlich direkt das erste Mal sterben. Glaube ich zumindest, oder? Mal gucken, ob ich das noch hinbekomme hier. Zum Glück ist der Gegner relativ langsam. Na komm. Oh, nein. Ja, das ist natürlich genau perfekter Einstieg nach Mars hier, muss ich sagen. Super, perfekt. Ja, da konnte ich jetzt nicht damit rechnen. Tut mir leid.
gucken, ob der andere Controller vielleicht mehr Batterien hat hier. Ja, da bin ich wieder. Hab den Controller jetzt endlich paaren können mit der Konsole sozusagen. Ja, werden wir das Ganze nochmal versuchen. Ich hoffe mal, ich habe jetzt genug Batterie hier drin. Ja, das sieht ganz gut aus. So, probieren wir das Ganze doch einfach direkt nochmal. Diesmal hoffentlich mit weniger Problemen. Also der erste Tod, der war natürlich ziemlich billig. Also bei den anderen beiden DLCs habe ich deutlich länger überlebt. Am Anfang, bevor ich das erste Mal gestorben bin. Ist natürlich jetzt nicht so schön, aber was soll's, ob ich nur sterbe oder nicht. Wäre natürlich ärgerlich, wenn das wirklich das einzige Mal bleiben sollte, dass ich gestorben bin. So, da kriegt jetzt dafür einen schönen Backstab in den Arsch. So, natürlich hätte ich jetzt auch bei Zeiten fast hier ein paar Seelen verloren fast. So, komm mal bitte her hier. Natürlich muss ja noch ein drittes Arschloch drin stehen. Das ist wieder so typisch, ne? Oh, der lebt noch. Ah, ist nicht gut. Warum überlebt er den Backstab? Das ist ein bisschen stärker wie der andere Typ. Ah, natürlich noch einen weiteren Backstab. Oder auch nicht. Manchmal klappt's, manchmal nicht. So, dann lesen wir mal ein bisschen, was hier steht. Vorsicht vor Worker, also ein Caster. Ja, der ist aber schon tot mittlerweile. Der hat nicht lange gelebt. Außerdem, wo die Nachricht stand, stand der Caster selber. Also im Prinzip hätte ich den ja dann schon sehen müssen, wo ich die Nachricht gelesen habe. So, gucken, was links ist hier. Durch ein Vollidiot. Weiß nicht, was das wird hier. So, jetzt reicht's aber hier. Jetzt ist es aber mal gut hier. So, aber der müsste tot sein, hoffe ich jedenfalls. So, wir werden natürlich schon mal ein bisschen versuchen, zwischendurch zu gucken. Vielleicht irgendwelche geheimen Wände sehe oder sowas. Okay, das sieht definitiv noch aus, als wenn wir da später erst hinkommen, wie es aussieht. Mal schauen. Okay, sind wir wieder im Schneegestöber jetzt. Da hinten ist ein Caster. Gucken, ob der herkommt. Okay, alles gut jetzt hier, alles gut. Oh, die hauen auf jeden Fall ganz schön rein, die Typen. Ein bisschen zumindest. Ich sollte wirklich ein bisschen backstabben. Goldfruchtbalsam, das ist, glaube ich, neu, wenn ich mich nicht irre, oder? Okay, bevor ich weitergehe, gucke ich erstmal, was das ist. Ich glaube, das ist ein neuer Gegenstand, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt eingesammelt habe davon, weil ich gerade nicht geguckt habe. Ah, doch nicht. Ich dachte, das wäre was Neues gewesen. Es sei denn, ich habe gerade 7 Stück davon eingesammelt. Ja, Dark Souls, damit kannst du mich nicht mehr schocken hier mit sowas Billigem hier. Und tschüss. Ja, die Typen sind eigentlich nicht besonders. Keine Ahnung. So, ich weiß auch nicht, ob das jetzt überhaupt der richtige Weg ist, den ich gehe. Also, wir werden es sehen. Also, bis jetzt ist auf jeden Fall alles machbar. Oh, was haben wir denn hier? Hunde. Neue Hunde. Resident Evil Hunde. Ja, natürlich, ich weiß nicht, ob die noch was Besonderes können. Ob das dieselben Hunde sind wie in dem Hauptspiel. Keine Ahnung. Wir haben eine Flügellanze gefunden, also sprich Gegenstände müssen wir scheinbar nicht. Ist das hier eine geheime Wand oder ist das Schild bloß im Weg? Keine Ahnung. Die DLC ist ja auch gerade mal ein paar Stunden alt, zumindest für die Xbox. Ich glaube, das sieht nach einer geheimen Wand aus hier. Kann mir keiner erzählen, dass das keine ist hier. Das sieht verdächtig aus. Beziehungsweise hier das. Aber ist wirklich nichts. Sieht bloß so aus. So, wollen wir uns mal heilen. Hoffen, dass wir bei Zeiten das nächste Bonfire dann finden hier. Hier ist ein Item, wie es aussieht, oder? Na. 5 Fackeln, ja, warum nicht? Hinten hängen auch noch irgendwelche Leute rum, also ich sehe schon, die haben alle Spaß hier auf jeden Fall. Das ist nicht so schön auf jeden Fall. Kann man das zerstören hier? Nee. Aber hier hinten, ich glaube, wir kriegen später vielleicht die Möglichkeit, hier das Eis wegzuschmelzen, wie es aussieht, weil da hinten können wir auf jeden Fall später wahrscheinlich hin, weil dahinter Sachen liegen. Was hat er gesagt? Köder. Köder legen. Dann hier oder was? Ah, unten sind noch mehr Typen.
Ja, ich glaube, die werde ich gleich einzeln mit Pfeil und Bogen locken. Hurra für Traurigkeiten, Vorsicht vor Kontrolle. Lebt er noch? Oh, fuck, das ist ja hier. Okay, ich dachte schon. Das ist ein Feind gewesen. Ich weiß nicht, ob die böse war oder ob die einfach nur dumm da gesessen hat. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier mal die Typen einer nach dem anderen schön perfekt vorlocken hier. Fuck, der schlägt zurück. Oh Gott, dass das nicht getroffen hat. So, Typen sind jetzt da hier. Hoffentlich kommen die nicht alle auf einmal hier. Alles in Ordnung. Alles gut bis jetzt. Ein paar Lebenssteine lassen sie fallen, das ist immer gut. Was macht der hier? Oh, jetzt reicht's hier. Backstab. Warum überleben die das? Also die halten scheinbar ganz schön kritischen Treffer aus. Trefferschaden, meine ich. Wer schießt jetzt hier auf mich? Ist das der? Ich muss vorher gucken, ob nicht noch andere Leute hier sind. Aber nicht, dass ich jetzt zu dem Typen hinrenne und dann... Ja, genau aus dem Grund. Am besten möglichst schnell töten alles hier. Das ist wahrscheinlich am sinnvollsten. Ich glaube, das ist ein bisschen ein besserer hier, wie es aussieht, oder? Oh, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen stärker hier. Am besten schnell töten immer alles. Das ist immer meine Devise. Alles schnell töten, damit es gar nicht erst groß Schaden verursachen kann. Angriff ist die beste Verteidigung. Meiner Meinung nach zumindest. Oh, hier sind wieder irgendwelche Viecher. Ich weiß nicht, ob die gut oder böse sind. Ich töte es einfach auf jeden Fall. Das sind gewandte Gefolgsleute. Ich glaube, ein Gewand, das ist eh nicht so stark. Zumindest für einen Tango-Charakter wie meinem. Von daher... Ich töte einfach alles, was lebendig ist und was nicht wie ein NPC aussieht. Also es kann natürlich sein, dass es ein NPC war oder so, aber ich glaube nicht, dass hier so viele NPCs rumrennen, die aussehen wie irgendwelche Feinde oder so. Komm ich hier rein? Sieht nicht so aus. Na, jetzt gucke ich nochmal kurz, ob ich irgendwas verpasst habe oder ob hier wieder jemand lebendig ist, aber in dem Fall glaube ich nicht. Ich glaube, da oben komme ich dann später auch noch lang, oder? Oder sieht das nur so aus? Hm. Ich glaube, da drin ist nichts mehr. Ist auch nichts drin. Hier komme ich jedenfalls nicht hin. Ja, dann laufen wir noch mal ein bisschen weiter. Also ich bin gespannt, ob das jetzt eher so ein lineares DLC wird, wo man von A nach B immer läuft. Oder ob man zwischendurch auch ein paar Kreuzungen hat. Bis jetzt scheint das alles ein bisschen linear zu sein. Aber mal gucken, wie lange noch. Oh, der Lenkwaffen hat der hier. Oh, das war so klar, dass hier wieder mehrere kommen. Das ist nicht gut. Ein bisschen Ausdauer holen hier. Den wollte ich eigentlich jetzt gar nicht schlagen, hier den Typen, aber... Ah, ist schon mal tot hier, wie es aussieht hier. Und der ist auch gleich im Arsch, hoffe ich jedenfalls. Tschüss! Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch schon eher meine Estus-Flakons einsetzen sollte. Ich glaube, ich spare mir die lieber noch ein bisschen auf. Lassen die eigentlich auch Sachen fallen hier? Nicht wirklich. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich alle töte hier von diesen Volksleuten oder keine Ahnung, was ich jetzt gerade da eingesammelt hatte. Irgendeinen Mantel von irgendwo. Oh, oben ist noch jemand. Ich glaube, ich sollte mal hier rein vielleicht vorher gehen. Hier ist nichts. Ah, der Typ kommt bestimmt eh gleich runtergesprungen hier und will was von mir. Ich weiß nicht, ob der oben bleibt oder ob der runterkommt. Ansonsten Pfeil und Bogen. Ich glaube, der Typ könnte mir einen Tag versauen sonst. Aua, das war ein bisschen spät. Ja, das ist schon besser. Auf jeden Fall reagiert er schnell. Ich soll ein bisschen vorher wieder aufladen, jetzt hier meine Ausdauer. Ich meine, das zieht nicht so viel ab jetzt, aber... Oh, und der ist tot, oder? Ja, ist tot, sehr schön. Sehr gut. Ja. So muss es immer laufen, in Dark Souls.
Ich bin gespannt, wie schwer das DLC wird. Also optisch sieht es schon mal